Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampyr. Vampire. Ich sag gerne Vampyr. Ich weiß nicht, warum ich Vampyr so gerne sage. Irgendwie, weil es liest sich so mit dem Y und dem R hinten, ne? Nicht so wie ein Vampire, sondern einfach Vampyr. Ich bin ein Vampyr, hört sich auch viel mystischer an. Außerdem trage ich eine tolle englische Melone und habe schnieke Wunden. Und ja, gut. Und ein eckiges Ohr. Ich bin schlafen gegangen letzte Folge. Also wir beide sind schlafen gegangen letzte Folge zusammen. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir denn jetzt üben? Biss haben wir schon gemacht. Wissenschaft, Medizintasche, interessant, Munitionstasche, toll. Ich würde aber gerne erstmal nochmal Körper hier. 50 Gesundheit ist eigentlich ganz praktisch. Wir können zwei Dinge weiter ausbauen und ich würde vielleicht die Ausdauer und die Gesundheit weiter ausbauen. So ein bisschen kann sicherlich nicht schaden. Oder Blutkapazität oder die Blut... Komm, wir erhöhen die Blutaufnahme auf jeden Fall. 300 auch, ne? Ja. Machen wir die auf jeden Fall erstmal. So, und vielleicht ein bisschen die Gesundheit, weiß ich gar nicht. Die Blutkapazität auch nice. Erhöht die Aus... Wir machen die Ausdauer auf jeden Fall erstmal. Weil da können wir dann mehr zuschlagen. Und was wir halt alles so machen im Kampf, haben wir das erstmal. Nein, möchte ich nicht verwerfen. Ich falle immer wieder drauf rein. Unten links hat man gerade noch was freigeschaltet. Kommen wir aber später zu. Die folgende Nacht. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Ja, was ist mit dem Blutdurst? Das wissen wir natürlich nicht. Was ist denn hier los? Was ist los? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Okay, hier sind keine. Überhaupt keine Antiseptika. Hier. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Okay, begib dich. Achso, betritt die alte Leichenhalle. Zur Apotheke sollen wir ja auch noch. Gucken wir mal, dass wir zur Leichenhalle kommen. Diese Folge weniger Gespräche, da haben wir letzte Folge, glaube ich, genug von gehabt. So, ich weiß nicht genau, wie akkurat hier. Da müssen wir durch, glaube ich. Wir waren hier ja auch schon mal, haben schon mal geguckt. Kleines Fläschchen. So. Ich mag das immer, wenn Charaktere gleich beide Türen öffnen, statt eine einzige, die er erreichen müsste. It's locked, all right. Okay, kommen wir denn da irgendwie anders rein? Hier kommen wir vom Hospital runter. Das ist aber die Morgue hier, oder? Also das ist die Leichenhalle. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Oh, hey. Da hinten sind noch zwei weitere. So. Kann man ja auch mal machen. Das nehme ich mit. Wässrige, kräftige Blutprobe, alles klar. Und was finden wir hier? Eine Bleiplatte, toll. Was haben die denn hier gegessen? Da ist doch gar nichts. Oder haben die das Blut vom Boden geschlürft? Fotografie in einer Brieftasche. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer.
Neue Untersuchung. Mitternacht im Garten von Gut und Böse. Okay, hier hinten kommen wir wahrscheinlich weiter. Da kommen wir bestimmt irgendwie in die Leichenhalle. Und ich hoffe, bei den Leichen bleiben alle tot. Das wäre mir zumindest sehr recht. So, Schrotpatrone, Patrone, alles klar. Und diese Tür hier ist zufällig offen. Sei vorsichtig, wenn du Gegenstände verkaufst. Einige von ihnen sind nur schwer zu erlangen und für die Freischaltung und Herstellung fortgeschrittene Rezepte. Okay, ich verkaufe ja nichts. Erstmal. Finde etwas Eisentartar, finde etwas Chinin und Natriumhypochlorit. Ja, alles klar. Das sind die Sachen, nach denen wollte ich auch sowieso gerade Ausschau halten. Und ich bin mir ziemlich sicher... Übrigens, inzwischen... Ich darf das hier schon vor Release spielen. Und inzwischen... Ich habe es vorher nicht geschafft. Ich spiele es quasi gerade in der Nacht zum Release. Und genau jetzt ist es auch gerade rausgekommen. Also Vampire. Und die ersten Kritiken brodeln rein. Und die Kritiker sind sich komplett uneins, tatsächlich. Ich habe die Kritiken noch nicht gelesen. Ich habe das gerade eben nur auf OpenCritic mitbekommen, dass man sich da sehr uneins ist, was das Spiel angeht. Und ehrlich gesagt, es geht mir tatsächlich auch genauso. Ich weiß noch nicht... Oh, hier ist noch Geld. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber wir sind ja auch noch nicht so weit. William Bishop must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Oha, oha. Also die, da werden die Opfer vielleicht zu solchen Vampiren. Ich habe mich gerade verdrückt. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt, deswegen ich habe F gedrückt zu früh. Das war doof. Zigaretten Etui. So, hier haben wir was. Das sieht gut aus. Chinin. Das haben wir hier nix. Hier, Kreuzworträtsel. Nein, keine Ahnung, was war. Irgendeine Tabelle. Hier ist schön Blut. So. This key will surely grant me access to the basement. Oh, das ist natürlich eine gute Idee. Flasche mit Alkohol. Geil, wir machen so eine Blume. Zum Gießen. In den Keller. In die Leichenhalle. Das ist bestimmt eine ganz formidable Idee. Bin ich ziemlich sicher. Habe ich sonst noch irgendwas? Habe ich was übersehen? Nein. Mal meine Witcher-Senses anschmeißen. Kam der einfach an. Eine kräftigende Blutprobe. Es hört sich irgendwie schon falsch an. So, Schrotpatrone, Patrone. Wo kam der denn jetzt her? Gut, ansonsten ist hier aber auch nichts. Ich frage mich, gibt es denn da unendlich viele von den Viechern? Die ist so eine Gegengeklatsch, ne? Das mit dem Blut ist ein bisschen verwirrend. Da kann man nicht rein. Denn es ist ja quasi überall. Der kam bestimmt von hier drüben. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Le Tartar, der frische Franzose, haben wir gerade mitgenommen. Das ist immer gut bei Krankheitenheilung. Dieses Geräusch im Hintergrund, sind da noch welche oder ist das einfach nur so eingespielt? Frage ich mich. So, wir müssen nach unten. Wir müssen wahrscheinlich in den Keller und da finden wir Natriumhypochlorit. Hyplo, vor allen Dingen Hyplo. Da finden wir Natriumhanuta. Okay, Frage. Wo hat er sich hingeportet? Wahrscheinlich in den Keller. Ich guck mal hier nochmal schnell. Da geht's jetzt auch raus, glaube ich. Da können wir dann aufschließen. Machen wir aber gleich, wenn wir gehen. Ja, gut. Okay, wir gehen in den Keller. Tür wurde aufgeschlossen. Nicht um die Ecke gucken. Wie unrealistisch.
These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Patrone? Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Und da haben wir Eisenlitertar, haben wir auch gefunden. Dann haben wir eigentlich alles. Ah ne, wir suchen ja noch das Hanuta. Hier muss irgendwo das Natrium-Hanuta sein. Und natürlich war hier noch wer anders. Das war nicht so gut. Ich habe den nicht gesehen, den zweiten. Eisenlethatar und Natriumhanuta. Eine köstliche Kombination. Hört sich schon lecker an, wenn man das zusammen erwähnt, ne? Hanuta mit Lethatar. Kennst du Lethatar? So ein Frischkäse oder Streichkäse. Gibt's den überhaupt noch? Keine Ahnung. So, ich gehe mal ganz vorsichtig. Und wahrscheinlich, wenn ich das gleich mitnehme, taucht einer auf oder der hier steht auf. Ich muss niesen. Oh, mit. Oh, Entschuldigung, hier sind so viele Keime unten in der Leichenhalle. Oh. Ah, vielen Dank übrigens für etwaige Gesundheitswünsche. Abgenutztes Amputationsmesser. Rüste sie aus und drücke, um Blut zu absorbieren. Okay, eine neue Art Nebenwaffe. Ich guck mal kurz. Zweite Hand. Abgenutzter Pflock. Kann der auch Blut Vampirzen zu durchbohren? Also eigentlich sollte man den ja immer nutzen. Zweite Hand. Abgenutztes Messer. So, dann haben wir das. So, okay. It's locked, all right. Was? Totenschein. Hallo? Örtliche Untersuchung. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke um das Menü für örtliche Untersuchung aufzurufen. Bürgeruntersuchung. Werden hier nach Bezirke sortiert angezeigt. Du kannst eine neue Bürgermission beginnen, indem du sie mit Hm verfolgst und dann deine Karte aufrufst, um die zu erforschende Gegend zu bestimmen. Okay, also wir haben Milton Hooks zum Beispiel. Dr. Waverly Aykroyd. Fehlende Inhaltsstoffe, Bürgermission. Okay, beide wollen den hier. Ah, und dann können wir uns da entscheiden, oder was? Und sie, Thelma Hawcroft, das falsche Ziel. Finde heraus, wer Thelma ausspioniert. Thelma Hawcroft ist eine wahnhafte Patientin im Pembroke Hospital, die davon überzeugt ist, bereits tot oder untot und deshalb in einem verwesenden Körper gefangen zu sein. Ungeachtet ihrer offensichtlichen mentalen Probleme behauptet die Frau, von einigen Männern und Frauen ausspioniert zu werden, die sie zur Strecke bringen wollen, weil sie ein Vampir sei. Meint sie damit die Wache von Priven? Ich kann das Risiko nicht eingehen, dass diese Jäger im Krankenhaus Nachforschung anstellen. Vielleicht sollte ich ihn nachspielen und Thelma Hawcroft von diesen Jägern beschützen. Finde heraus. Kann ich nicht anwählen. Würde ich gerne. So, Thelma leidet unter Kortansymbolon. Hier haben wir noch einen Hinweis und dann wird sie ganz lecker. Personenkreis. Köstlich. So, Erschöpfung und Erschöpfung. Können wir beide heilen. So, das hier ist das Krankenhaus. Alles klar, hier ist der Hafen. Hier ist das Krankenhaus und es gibt noch zwei Orte, wo wir noch nicht waren. Dorothy Crane hat auch einen Umkreis. Sie ist die Stütze von irgendwas. Und hier wissen wir es noch nicht genau. Vielleicht die Stadt oder so. Gesundheitszustand stabil, okay. Bedenklich, kritisch, feindlich. Was heißt denn feindlich? Wir sollten vielleicht nicht das Blut von den Viechern saugen, oder? Büro der Pathologie im Pembroke Hospital. Verstorbener Samuel Connor. Rasse kaukasisch, Geschlecht männlich, 39. Unbekannte Wohnanschrift. Beruf Fischer. Todesart natürlich. Wahrscheinliche Todesursache, schnell fortschreitende Pneumonie aufgrund virusindizierter Lungenverdichtung, spanische Grippe. Gutachter Dr. Corcoran Tippetts, Schwester Gwyneth Brannigan. Name und Unterschrift Dr. Corcoran Tippetts. Mr. Connors injuries don't match the report. I'd better look into this. Oh. Okay. Also gehen Dinge an diesem Krankenhaus vor. Dinge, die wir untersuchen sollten. Glasfjölchen. Kurz. Der Schatten hier ist toll. Ich finde, dieser Schatten hier sieht super aus. Wir spielen auf höchsten Einstellungen. Der Schatten hier ist toll. Okay.
mich deucht. Ich sollte die nicht mehr austrinken. Ich sollte bei denen ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist ein toller Schatten. Waren wir hier schon? Das ist, ja, das ist der Hauptgang. Den sind wir einfach wieder zurückgegangen. Okay. Natürlich werden wir da hinten noch was finden. Zwei große Räume haben wir noch. Hier waren wir auch schon. Mich wundert, dass wir ein Spiegelbild haben. Das eine Spiel, wo man sich den Aufwand nicht hätte machen müssen. Weil man ein Vampir ist. Und da haben wir trotzdem ein Spiegelbild. Okay. Hier ist... Na, sage ich doch. John Doe! I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Und das ist natürlich unsere Verlockung. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Ja, der Kampf lief jetzt nicht so gut wie die anderen gerade, aber ich hab den auch nicht, ne? Der portet sich mal hinter ein, das war nicht so, da muss man schon gucken. Okay, wir kommen da nicht hoch. Wieso ist die Treppe versperrt? Wir hätten das ja auch mal einfach ausnahmsweise als Abkürzung nehmen können. Das mit dem Hochporten. Geht natürlich auch nur an Stellen, wo das Spiel es erlaubt, dass man sich hinportet. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade letzten Endes. Da hätte man aus dem Hochporten tatsächlich oder mit dem Rumporten auch mehr machen können. Weil wenn ich Vampir bin, möchte ich auch die Freiheit spüren, dieser Vampir zu sein. Und nicht irgendwie diese Eingeschränktheit nur an Stellen zu porten, wo ich darf. Und die noch mühsam raussuchen immer. Das ist so... ein bisschen schade. Guck hier. Beide Aufgänge sind versperrt. Man kommt nur mit F hoch. Aber es wäre schön, wenn man einfach ausnahmsweise mal die Alternative hätte. Dann würde man sich auch mal so ein bisschen fühlen, als hätte man die Wahl. Das meine ich damit. Weißt du, was ich meine? So. Stelle eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Und die brauchen wir ja auch für die Ärzte. So, ach ja, wir müssen erstmal nach oben hier, ne? So, hier lang. Letata. Respawn die Gegner immer? Ja, die respawnen. So, Alter. Okay, krass. Die können also auch anders. Ich wollte diesmal nicht Blut trinken. Ich habe gedacht, ich mache mal nicht meine Strategie mit dem Blut trinken, weil wir sonst eventuell gedamaged werden. Und das wollte ich nicht. Und auf einmal trinkt er mein Blut. Das finde ich dann nicht so gut. Was ich auch nicht gut finde, ist, wenn Gegner immer respawnen. Wenn man Gegner nicht freiräumen kann, weil immer wieder neue Gegner kommen. Aber gut. Vielleicht ist es gerade einfach nur so geplant erstmal. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rüber ins Krankenhaus. Gleich nach diesem Ladebildschirm. EP zu verteilen, dich zu entwickeln. Suche nach Unterschlüpfen. Darf ich mal eben bei Ihnen unterschlüpfen? So, jetzt kommen wir da auch raus. Haben die respawned hier? Nee, ne? Okay.
damit das Krankenhaus sicher ist. So, neue Strategie ohne Trinken, obwohl ich natürlich alle austrinken wollte, aber bei den anderen Vampiren scheint es mir so, als wären die vergiftet. Da scheint mir das irgendwie keine gute Idee zu sein. Alle sind vergiftet. So, ein neues Mittel gegen Blut. Das tät uns allen gut. Das müssen wir wahrscheinlich an unserem Tischchen machen. Schlafen können wir auch, natürlich, aber erstmal würde ich gerne das Mittel gegen Erschöpfung. Hier sieht alles so gleich aus, da ist noch. So, mal gucken, wie das geht. Herstellung. Du hast ausreichend Bestandteile, um eine Behandlung gegen Erschöpfung herzustellen. Behandlung gegen Erschöpfung. Achso, herstellen. Das ging relativ einfach. Eins und zwei und drei. Behandlung gegen Blutarmut, gegen Blutvergiftung und hier Regenerationsserum. 300 Lebenspunkte sofort und 150 Lebenspunkte innerhalb von 100. Ja, das ist, auch das wird später noch sehr praktisch werden, aber wir werden ganz viele Glasfiolen brauchen. Aber wir haben 17 Stück noch, okay. Die Erschöpfung brauchen wir auch beim Barkeeper, glaube ich, ne? Der war's. So, erstmal zu Dorothy. Ich hoffe, die knöpft uns nicht alles ab, sondern nur eine. So. Wo ist denn das Dorotörchen? Für Bürger? Was, was? Pippa Hawkins, aber... Ach so, um Dorothy zu finden wahrscheinlich, ne? Da ist sie. So. Hallo. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay, Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Die Blutqualität, das ist immer so schön. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Ein Verräter im Krankenhaus. Ach ja, stimmt, wir hatten ja auch... War er das hier? Nee, ne? This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, welcher... Sprich mit Edgar Swansea. Ja, aber wem soll ich jetzt das Mittel geben? Niemandem. Ich behalte es einfach. Verlockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht. Und jetzt will das Spiel natürlich, es sagt mir Verlockung des Blutes, aber sagt mir auch direkt, oh, du kriegst sehr viele EP. Oh, warte mal. Kurze Frage. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Das war nicht sie, ne? Ne. Die ist bei der Leiche unterschrieben hat, meine ich. Goodbye, Nurse Hawkins. Ein Verräter im Krankenhaus. Okay, Dr. Swansea. Wir werden jetzt mal sagen, dass die Wunden alle nicht übereinstimmten. Und Dr. Swansea wird uns dann wahrscheinlich sagen, wir sollen den Bösewicht finden. Please, Jonathan, come in. Guten Tag. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. Biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events.
the world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Tröstlich, ich bin ein lebendes Paradoxon, das ist kein Geschenk. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist nicht unterhaltsam, wir brauchen einander. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Sprich mit der Gönnerin des Krankenhauses. Oh, 1,5. Wir können pennen und uns entwickeln. Das ist eigentlich ganz gut, aber erstmal sprechen wir mit der Gönnerin. Ich würde gerne immer noch wissen, wer war denn nochmal derjenige, welcher Arzt? Warte mal. Sie war es ja nicht, ne? Das ist ja die Pippa. Gothwick, der Aykroyd war es auch nicht. Mit dem haben wir noch gar nicht geredet, Milton Hooks, oder? Ich dachte, wir haben letzte Folge mit allen geredet. Harvey Fiddick. Ah, hier, Erschöpfung. Komm mal her. Komm, Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. So. Oh, Gerüchte über Erpressung, persönliche Fragen. Krankheiten, drücke E, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Behandlung gegen Erschöpfung, eine verloren. Dann können wir auch gleich mal fragen. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. Er läuft rum und fragt einfach alle. Tolle Idee. Sonst haben wir, erzählen wir sie ja von sich, okay. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Stört ihre Mutter sie? Ah, hier. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Okay. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Ich könnte sie essen. Tut ihre Kehle weh. Hat man auch schon. How painful. So painful, I'd rather not. Das hat man schon, okay. Wir leben in London, persönliche Frage. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you... Ich kürze das mal ein bisschen ab. So. Good evening, Doctor. How is my son doing? Na, ja, dem geht es besser. Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Okay, ich wollte nur wissen. Hier nochmal irgendwas? Nein, Hinweise benötigt. Leben in London. Okay, ciao. Goodbye, Mrs. So. Die Kamera geht mal raus. Ich kann da direkt, nicht direkt weglaufen, weil die Kamera erstmal langsam rausfährt. Hi, Mord.